Ja, hallo ihr Lieben, Christian Schimmer, Paartherapeut, Diplompsychologe, Coach und so weiter. Mein neues Buch, Neue Dimension der Liebe. Und ja, heute haben wir ein sehr Thema, was glaube ich sehr wichtig ist, nenne ich immer so die, ja, blockierende Verführerin. Im Englischen sagen die immer gerne Seductive Withholder, das klingt noch schöner. Und ja, sehr schwieriges Thema, glaube ich, aber super wichtig, um zu verstehen, wenn man so festhängt. Guck gerne mal rein in meine Kurse auf liebeschipp.de, guck dich nur die Videos. Ich ein Kurssystem, um dir mit deinem Beuteschema zu helfen. Bindungsangst, Verlustangst, Dating-Erfahrung und einfach mal nette Menschen zu daten, nicht immer die Menschen, die einem nicht gut tun. Ja, und wenn du auch solche Fragen hast, kannst du bei einem Formular auf liebeschipp.de anstoßen. So, ist ein von einem Mann. Lieber Christian, ich bin in den 40ern und habe spontan Urlaub an der Küste von Südwest-Norwegen gemacht und ups, habe ich mich hier ein bisschen verdrückt, und lernte dort eine Frau auch in den 40ern kennen. Sie hat ein kleines Haus, in welchem sie Zimmer, in welchem ich wohnte, vermietet. Ja, wir müssen erkältet. Im oberen Stockwerk wohnt sie mit ihrem Sohn in einem Zimmer. Im oberen zweiten Zimmer wohnt eine Dauermieterin. Alles sehr klein, sie hat keinen privaten Raum. Ihr Leben besteht aus Sohn, Mietgästen, und sobald sie ins Bett gebracht hat, arbeitet sie noch 2 Stunden online. Ich habe öfter das Gespräch gesucht, mit ihrem Sohn gesprochen und mich ab und zu nützlich gemacht, wenn sie Hilfe brauchte. Sie hat mir Essen mitgebracht, mir verschiedene Orte gezeigt und ich war immer mehr angetan von ihr. Morgens haben wir zusammen meditiert und ich habe mich zu Hause gefühlt dort. Sie hat auch betont, dass sie so viel Zeit sonst mit keinem Gast verbringt, war aber distanziert und nicht anfangs noch zu vernünftig, um zu gamen, und auch wegen der Entfernung zu ihr. Ja, also ist alles gut, du bist unterwegs, bist offen, da ist jemand, du signalisierst Interesse. Alles gut. Aber jetzt geht's hier schon ein bisschen los. Ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass es ein Red Flag ist, aber was wir ja schon sehen, ist diese, was die Frau bestimmt nicht bewusst macht, aber dass die Frau so 2 Botschaften sagt. Also sie sagt dir, du bist was ganz Besonderes und ist aber gleichzeitig distanziert. Und das fuckt das Gehirn so ab. Vor allem, wenn man dann so Anfälligkeiten für hat, ne, fuckt das Gehirn komplett ab. Und das, da geht schon dieses Heiß-Kalt so ein bisschen los, ne, was einen dann schnell so ein bisschen süchtig macht. Wie gesagt, vor allen Dingen, wenn man, ja, dazu mehr in meinen Kursen, wenn man da Anfälligkeiten für hat, vielleicht aus biografischen Gründen. Ja, und dann ist so ein Satz wie, ich habe noch mit keinem so viel Zeit verbracht wie mit dir, wenn ich gleichzeitig da nichts draus machen will, ist es eigentlich auch Lovebombing und ein bisschen Future-Faking so, ne? Wie gesagt, das ist, muss man sich jetzt nicht so bewusst vorstellen, aber ein paar Ausflüge mit ihrem Sohn zusammen waren auch schön. Am vorletzten Tag haben wir uns dann ohne Sohn auf meine Initiative hin etwas näher gekommen. Öfter und länger umarmt, nicht geküsst. Und am letzten Tag, als wir beide essen waren, auf dem Weg zum Flughafen, ob das jetzt ein Fehler war, weiß ich nicht, wollte ich es nochmal wissen und habe sie versucht, sie zu küssen. Also bis hierhin alles gut. Also ich hätte sie auf jeden Fall schon beim Umarmen geküsst, glaube ich, wenn sie da jetzt schon so zugänglich ist. Wollte ich es dann noch wissen, habe versucht, sie zu küssen. Beim dritten Mal hat es dann geklappt. Ja, das würde ich zum Beispiel nicht machen. Also wenn, also ich würde es sowieso nur machen mit dem Versuchen zu küssen, wenn man das Gefühl hat, ja, die Situation ist jetzt da, die Zeichen sind da, aber wenn ihr euch schon umarmt habt und alles, kann ich das nachvollziehen. Aber wenn es dann beim ersten Mal nicht klappt, würde ich keinen Schritt mehr machen, würde ich sagen, boah, da soll die mich doch küssen, ist mir doch egal. Ich habe jetzt meinen Job gemacht, es abgeliefert, und wenn sie jetzt das, wenn sie mich entweder nicht gut genug findet, mich zu küssen, ist es gut. Wenn sie zu kompliziert ist, mich zu küssen, weil sie mich gut findet, aber macht das irgendwelchen Regeln nicht, auch nicht mein Problem. Da, aber das ist so meine Art, wie ich früher gedatet habe. Da würde ich sofort alle Anstrengungen fallen lassen und würde auch signalisieren, dass, ja, das, ja gut, dann geht es jetzt eben zum Flughafen und alles gut, ne? Ich wäre jetzt auch nicht genervt oder so, aber ist ja ihr gutes Recht, aber ja. Beim dritten Mal hat es dann geklappt und wir hatten noch 3 oder 4 schöne Stunden. Also Hand in Hand spazieren, küssen, schmusen. Ja gut, ich meine, es hat geklappt.
Also insofern, ja, kannst du jetzt auch sagen, war ja richtig und ja. Nichts weiter. Sie meinte, dass sie noch nie mit einem Menschen so eine tiefe Kommunikation hatte und sie ganz durcheinander sei. Ja, das wird jeder Mensch jetzt so übersetzen mit, ja, ich bin ein bisschen verknallt in dich und habe Interesse an dir und klar. Für mich war das eher normal, so zu connecten. Na, bist du da jetzt so ganz ehrlich? Du bist ja auch ein bisschen verschossen, oder? Sie hat seit 10 Jahren, seit Geburt ihres Sohnes, keine Beziehung. Es fühlt sich so an, als ob der Sohn den Platz einnimmt und auch seit Jahren keine Intimitäten mit Männern. Ja, und was meinst du, wie viele Gelegenheiten die schon hatte, wie diese hier? Und warum macht sie das nicht? Müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Aber das, was ich immer sage, was auch immer ein bisschen falsch verstanden wird, dass ich immer sage, Leute, macht es euch nicht so kompliziert, wenn jemand 10 Jahre keine Beziehung hatte und nicht gleichzeitig an sich arbeitet, was ja hier nicht ersichtlich ist, und auch kein Problem damit hat und keinen Sex hatte und so, dann wird es wahrscheinlich auch das 11. Jahr so bleiben und dann sollte man sich nicht daran abkaspern. Das heißt jetzt nicht, ich weiß, dass ganz viele in meinen Kursen sind, die sind 5 Jahre, 10 Jahre Single und arbeiten an sich und wollen das ändern. Das heißt jetzt nicht, dass damit irgendwas falsch wäre. Das heißt nur so, dass wenn man schon selber weiß, boah, ich muss mein Liebeschip ein bisschen umprogrammieren, dass man sich jetzt nicht so abmühen sollte mit jemand, der das vielleicht gar nicht will, dann würde ich sagen, es ist einfacher, jemanden zu daten, der auch sagt, ja, hier, ich habe mein Leben immer mal wieder Beziehungen geführt und das ist für mich auch jetzt nicht so ein Angang, weil das ist natürlich noch schwieriger, wenn es für 2 Menschen ein Angang ist. Das sieht man ja auch in diesen Sendungen wie Hochzeit auf den ersten Blick. Es reicht auch, wenn es für einen Angang ist, sich wieder zu daten. Ich hoffe, ich habe das jetzt rübergebracht. und das wäre für mich so in diesem Kontext, ne? Also jetzt nicht in einem Kontext, du bist bei mir im Kurs und warst auch lange Single, aber in diesem Kontext wäre es für mich, dann wird bei mir wohl auch nichts laufen, würde ich dann denken. Ne? Aber ich habe das früher auch anders gedacht und habe mich da auch Finger dran verbrannt und naja. Sie ist sehr herzlich, hilfsbereit, hübsch, spirituell. Einfach das, was ich mir wünsche. Unsere Gespräche waren beiderseits gewinnbringend, fand ich. Ja, und sie macht aber auch einen guten Job, dich so ein bisschen heiß zu machen. Das macht sie echt gut. Ne? Und das ist ja, was Steffi Schall auch immer sagt, du kannst sie aber trotzdem nicht haben. Sie hat trotzdem diesen Abstand. Und dann kickt dieses Dopamin rein. Dopamin ist so dieses Hormon des Haben-Wollens. Da will ich jetzt hin, ne? Will ich jetzt haben. Und dann wird die Person auch noch hübscher und noch spiritueller und noch hilfsbereiter. Aber du kannst sie nicht haben. Und das führt dann mal zu mehr oder weniger ein bisschen obsessiven Nachdenken oder sogar Liebessucht, ne? Bis auf diese Umstände, weil da kein Platz ist, physisch und energetisch irgendwie. Ja, das kommt ja noch dazu. Engländer und Länder sagen immer ready, willing und able. Ich weiß nicht, wie soll man das übersetzen? Also es muss jemand eine Beziehung wollen. Es muss jemand in der Lage sein, sozusagen muss Single sein. So. Und es müssen aber auch so die technischen Voraussetzungen für eine Beziehung da sein. Und ja, wie sollen die hier da sein? Willst du mal nach Südost-Norwegen traveln? Sie hat kein Zimmer, ja. Als ich noch am Flughafen war, schrieben wir uns, dass wir uns vermissen, Bilder von uns geschickt, das ging auch den ganzen Tag so. Ja, jetzt füttert sie sich weiter an, ohne abzuliefern. Spoiler. Wollte dann am nächsten Tag, um das weiter zu verfolgen, nochmals für ein paar Tage dorthin und wollte einen Flug buchen. Über Invest, Frage sei. Ach, mein Gott, wir machen so viele verrückte Sachen und also sie hat dir deutlich signalisiert, dass sie dich richtig gut findet. Und ich würde mir natürlich jetzt an den Punkt wünschen, dass dann auch von ihr mal ein bisschen was kommt. So, wann bist du denn mal wieder im Lande oder so? Aber gut, du machst trotzdem, ist es ja erst so das zweite, dritte Date und klar, kann der Mann das alles organisieren. Also ich hasse es ja jetzt, glaube ich, nicht so heimlich gemacht, sag ich mal. Sondern hast das erwogen und vielleicht mit ihr besprochen. Ja, alles gut. Sie meinte, sie hätte viel Arbeit und sie freut sich, wenn ich ihr, wie ausgemacht, schreibe und Bilder von meinem weiteren Trip schicke. Seitdem keine Herzchen mehr rückzuholen. Das ist so die Tür, die eben noch offen stand. Ja, und es hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie 9 Jahre oder 10 Jahre Single ist und keinen Sex hatte. Und ja,
Ich finde es nicht gut, wie sie das macht, sage ich ganz ehrlich, weil natürlich erzeugt das Hoffnung. Und das ist genau das, was, ich meine, das ist jetzt noch nicht mal Online-Dating, was Menschen im Online-Dating immer sagen, es ist, Leute geben sich, also man wird so ein bisschen angefixt und man geben sich keine Mühe und die Sachen gehen nicht weiter, dann kriegt man, ja, wird man verbal, wird man ein bisschen angeheizt, dann geht es nicht weiter und also, aber am Ende des Tages, mein Gott, es ist jetzt nicht viel passiert und die Menschen sind, wie sie sind und das ist genau, wo man, glaube ich, lernen darf, zunächst, wie ich immer sage, zu sagen, okay, will mich doch nicht, vielleicht eine unerreichbare Verführerin, ja, war nett, schöne Erfahrung, aber nicht für mich, ne, fertig, ne, und nicht da irgendwie so ein spirituelles Ding rausmachen und wir sind Seelenversandte und sie ist meine Dualseele und sie ist die, der Onkel von der Schwester vom Hausmeister seine Dualseele und nein, das ist nicht für dich, fertig so, ne. Wie schätzt du die Situation ein? Ist gestorben, der Prozess. Ich sehe, dass hier ja gar kein Raum für mich ist. Nee, vor allen Dingen will sie dich jetzt schon wieder nicht mehr. Das ist das Entscheidende, ne? Realistisch betrachtet könnte das Jahre gehen, bis sie frei wird für eine Partnerschaft. Ja, und willst du darauf jetzt warten? Das wäre ja total bindungsängstlich. Mal ein eigenes Zimmer, ihren Sohn nicht als Lebensmittelpunkt, innerlich frei. Warum attacht mich eine Frau, die so überhaupt keinen Platz für mich hat? Vielleicht will sie auch mal Aufmerksamkeit, vielleicht will sie auch mal ein bisschen rumknutschen, ein bisschen Körperlichkeit haben, in irgendwelche Fantasien gehen, ich weiß es nicht. Aber nochmal, eine Frau, die richtig in einen verliebt ist, was sie diese offensichtlich nicht ist, die verlässt das Land, ihre Religion, ihren Heimatclub, sonst was, ne? Und die fällt sich nicht so, ne? Das kann man auf jeden Fall sagen. Auch wenn ich es nicht warm will, obwohl ich bin nicht wohl verliebt und der Rückzug macht es nicht besser. Ich würde gerne den Kontakt aufnehmen, weiß man nicht, weiß aber, dass es nichts bringt und lass es gerade. Das bringt sowas von gar nichts. So, sie das doch in Gang bringen wieder, weil du, also sie weiß mit Sicherheit, wie du jetzt fühlst. Und ja, würde ich null Energie mal reingeben, höchstens minus 5 Energie, also nee. Dann noch etwas Seltsames. Du sprichst oft von einfach Nächsten. Ich fühle mich gegenüber ihr, weil ich ihr so nahe gekommen bin, loyal. Das ist Pluspoligkeit. Du hast, das ist, was Pluspole immer denken. Die haben immer diese Überloyalität, ne? Vielleicht hat sie die schon zu Mami oder sonst wem. Kannst du mal gucken. Aber das ist dieses, während Minuspole unterloyal sind, dann Pluspole überloyal, ne? Und, oh Gott, wieso hast du das? Das ist, das kannst du ja gern fühlen, aber da würde ich meinem Gefühlssystem sagen, ey, sorry, Gefühlssystem, am Arsch. Ich lasse doch jetzt nicht eine andere Hottie stehen, nur weil da in Südost-Norwegen irgendjemand mich so ein bisschen, weiß ich nicht, falschen Eindruck vermittelt hat. Nee. Eigentlich mag ich das an mir, aber es scheint komisch zu sein. Nee, ich finde es hinterfragwürdig, ja. Ich wünsche mir, dass wir ein Paar sind, obwohl ich diese ganzen Hürden sehe. Ja, aber das ist Fantasy Island. Fakten, 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 Fakten. Der Fakt ist, dass da nichts ist und oder nicht genug ist und es ist immer so wichtig, dass wir nicht in diese Fantasien gehen. Ne? Was würdest du an meiner Stelle tun? Next umdrehen, nächste klar machen. Abhaken. Mach weiter. Die war nicht für dich. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.